Nachdem wir erst 5 verschiedene Artists auf Fiverr beauftragt haben, uns ein Tattoo-Motiv zu malen. Crazy, also für 22 Euro. Ich würde den einfach mal mit reinnehmen. Wir dann Rocket entscheiden lassen haben, welches Tattoo-Motiv nachher auch gestochen wird. Das ist nicht passiert. Ich mich anschließend 3,5 Stunden auf diese Bank gelegt habe und von Carina das wirklich insaneste Tattoo auf die Haut gestochen bekommen habe. Aber es sieht gut aus. Haben sich die 4,40 Euro gelohnt. Gab's eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Ja, let's go, ein paar FaceTimes. Mal schauen, wie die Leute reagieren. Wir werden alles erwarten, aber nicht das. Gutes Simon. Mama! Hallo Simon! Was geht? Ich bin gespannt auf dein Tattoo. Ja! Jo, man. Was geht ab? Ja, alles gut bei dir? Ja. Ich weiß nicht, was du getan hast. Bist du etwa wieder in irgendeiner Sendung? Quasi, ich bin immer auf Sendung eigentlich. Mein Problem ist, ich bin hier nicht allein im Bett. Ah, okay, okay, okay. Ich bin so gespannt. Was erwartest du, was glaubst du, ist es für ein Tattoo? Voll schwierig zu sagen, weil bei dir ist ja so, dass du so voll, also manchmal so voll random Tattoos machst. Ey, bei dir kann es alles sein. Einfach genau das gleiche wie uns gesagt. Ich sag, E-Gitarre, Musiknoten, irgendwas, was mit Rap zu tun hat. Riesige E-Gitarre? Ja, nicht ganz falsch auf jeden Fall, aber da fehlt noch ein wichtiger Bestandteil. Was ist jetzt? Ja, ich muss dir ein bisschen was beichten. Wir haben auf Fiverr 5 verschiedene Artists angeschrieben, dass sie uns ein Tattoo machen sollen. Und dann haben wir 5 verschiedene Motive bekommen. Ah, ja, cool, cool. Und weißt du, wer am Ende entschieden hat, welches Tattoo von den 5 genommen wird? Die Zuschauer? Nein, Rocket. Eine Kratze? Ja! Willst du mal die 5 verschiedenen Motive sehen, die wir dann bekommen haben? Ja, okay. Motiv Nummer 1 ist das hier. Wow. Wie man sieht. Das sieht aber nicht so scheiße aus. Es hat was, aber da geht schon noch mehr. So. Dann haben wir das hier. Okay. Wie man sieht, ein bisschen Clipart technisch angelehnt. Oder das hier. Oh. Look at that. Richtig das viele Details. Auf jeden Fall. Von denen her bisher auf jeden Fall am meistesten. Und dann Nummer 4. Illustrator Artform, also ist so ein bisschen am Computer generiert. Auch sehr wild. Genau, das sind auf jeden Fall die 4 Motive. Aber es gibt noch ein 5. Ja, ist das die, die du hast hier? Soll ich das Tattoo mal zeigen? Ja. Hau raus. Halt dich gut fest. Boom. Wow. Digga, es ist so riesengroß, Mann. Wo ist das drauf? Auf meinem Bein. Gib dir einfach. Digga, gib dir diese Größe. Geht es wieder weg oder nicht mehr? Irgendwann schon. Aber wahrscheinlich erst, wenn ich tot bin. Ah, wenn du tot bist. Das ist ja, wenn es mir gut hält. Junge, ich komm nicht klar gerade. Ich mach erstmal ein Screenshot. Ja, gib dir, Alter. Ey, ich komm grad noch gar nicht klar. Hauptsache noch vor 1-2 Jahren gesagt, noch nie Tattoo machen und so. Das ist quasi so das, was Rocket dann ausgesucht hat. Und ich dachte mir so, yo, Alter, als ob das dann so als Tattoo nachher auch aussieht. Ich werde einfach morgen aufwachen und mir denken, was geht denn jetzt ab, Alter? Alter, ja, Mann, viel zu krank. Ich komm wirklich gar nicht drauf klar. Digga, das ist echt krass, Alter. Wild, wild. Ja, Mann, Alter. Weißt du, das Tattoo so passend zu dir war? Nicht nur die Tattoo an sich, ja, aber die Geschichte ist so abgrundtief dumm. Digga, einfach immer, wenn du mit kurzen Hose rumläufst. Digga, immer, wenn du mit kurzen Hose rumläufst. Ciao. Ah, ja, Mann, okay. Aber. Das ja, gratuliere dir. Juhu. Ich danke dir. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Okay, Digga. Mach's gut. Hau rein. Mach's gut. Mach's gut, ciao. Bis dann, tschüss. Junge, viel zu nice, einfach Mom officially approved, Alter. Komplett witzig, Alter. Scheiße. Crazy, Alter. Meine Mama hat mir jetzt nochmal geschrieben, quasi danach dann so am nächsten Morgen. Simon, die Frage ist, hat das wehgetan? Oder ist es doch nur ein Aufkleber, der 4 Wochen hält und dann wieder abfällt beim Waschen? Und dann habe ich gesagt so, ja, es hat extrem wehgetan, bla bla. War eine richtig lange Session, ging so 3 Stunden. Und sie hat so, puh, du musst deine Katze schon sehen lieben, dass du die da immer tragen wolltest. Und billig wird das auch nicht sein. Gruß deine doch besorgte Mama. Oh, süß, Alter. Und damit endet dann langsam aber sicher die gesamte Tattoo
Trilogie und was bleibt, ist einfach ein riesiges Kunstwerk an meinem Bein, was den Rest meines Lebens einfach da sein wird. Ich glaube wirklich, dass ich noch gar nicht komplett realisiert habe, was hier wirklich passiert ist, und alle, die diesen Moment jetzt mitverfolgt haben, wirklich Milliarden tausend Dank. Ich kann schwer in Worte fassen, wie viel es mir bedeutet, dass ihr einfach immer noch am Start seid. Also vielen Dank für eure ganze Treue. Ihr seid, ich korrigiere mich aus dem letzten Video, die größten Ehrenmenschen. Ganz besonderer Dank geht an der Stelle natürlich auch raus an Carina und Tom. Ich bin immer noch komplett geflasht. Checkt auf jeden Fall deren Kanal aus, Push Art auf YouTube. Neben Tätowieren gibt es auch ganz viel Body Arts und Entertainment, also schaut auf jeden Fall vorbei. Vielen, vielen Dank auch an Jimmy fürs ganze Kommunikation übernehmen. Ohne ihn wäre natürlich das ganze Projekt überhaupt nicht möglich gewesen. Dann natürlich auch nochmal danke an Igor, absolut geisteskranke Zeichner. Vielen Dank für das heftige Motiv. Checkt ihn ab und danke auch an alle anderen Artists. Und wie gesagt, nochmal danke an euch fürs am Start sein in jeder Lebensphase. Jetzt erstmal frohe Ostern, Leute. Ich hoffe, ihr könnt die Zeit mit euren Families genießen und vielleicht auch das ein oder andere Ei. Abonnieren!